man. Zu Doug Fall, das Journal. Ja. Ach ja, jetzt kommt hier die Kacke. Das ist ganz schön laut. So. Dann hören wir uns das jetzt hier nochmal an. Also was zum Teufel? Nee, erst kommt. Und dann kommt. Und was ist das? Ach! Oder andersrum. Nee, ich glaub so. Und dann... Nee, das war falsch. Ja, erst das und dann das und dann... Okay, das versuchen wir jetzt mal. Wir versuchen das jetzt einfach mal, sonst muss ich nochmal anhören. Und zwar... das... Okay. Das kommt am Ende, ja. Habe ich jetzt die... Okay, ich habe die falsch gemacht. Jetzt weiß ich's. Erst kommt... Das ist so richtig. Okay, wir klicken jetzt alle nach... nochmal. Ganz langsam... Dim, dim, dim. Ja, genau. Das hat am Ende auch schon noch dieses Phew. Vielleicht muss ich das Phew gar nicht mehr machen, weil das hat ja am Ende schon. Und das ist der... Ja, genau. So, und wenn es. Und dann kommt der noch am Schluss. Oder kommt doch. Das ist so. Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Warum lässt mich das Ding nicht hier durch? Kann mir das jemand erklären? Schade, dass man die nicht einzeln anklicken kann. Ich verstehe es nicht.
oder kommt erst für... Nochmal ganz kurz. Okay, halt, ich weiß es. Halt, ich weiß es. Bum, bum. Und dann kommt. Jetzt. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich Angst. Schaut euch die Scheiße an. Schaut euch die Scheiße an. Voll mit Animation. Hier ist nichts mehr? Echt nicht? Okay, bevor ich jetzt aber da reingehe, werde ich... Ich habe Angst, dass mir der Part wieder verkackt. Naja, noch einmal. Ich kann schon noch mal. Ich habe ja, glaube ich, noch nicht mal 10 Minuten aufgenommen. Oh mein... Hier. Hier muss ich die Kacke jetzt eingeben. Halt, jetzt mache ich aber wirklich nochmal. Ich speichere jetzt hier nochmal. Ich kann hier nicht speichern? Dann lass mich nochmal zurückgehen, bitte. Okay, warum kann ich da drin nicht speichern? Interessant. Ich speichere jetzt hier nochmal schnell ab, gucke mal ganz kurz, ob mein Part alles klappt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ich bin wieder zurück. Und jetzt schauen wir uns mal hier um. Klar, ich weiß, ich musste hier eingeben wahrscheinlich. Okay, das sind die alten Seelen. Super creepy. Ja, das sind hier alles wahrscheinlich gefangene Seelen. Ja, Polly, Nigel. Oh mein Gott, was zum Hölle ist hier los? Okay, da ist ein Zeichen. Kann ich hier irgendwas gegenhalten? Nee, das ist ja so ein Untersuchungs... Oh, jetzt ist es weg. Ich kann hier auch gar nicht weiter laufen, ne? Rumlaufen oder so? Das ist super, super creepy. Schau dir das mal an. Meine Güte, was ist hier los? Okay, dann geben wir jetzt mal die Zeichen nacheinander ein. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet, weil sind das hier auch... Warum kann ich mir das hier nicht... Ich kann... Hier ist zwar ein Untersuchungszeichen, aber ich kann hier nichts weiter untersuchen. Sehr merkwürdig. Okay, wo habe ich das jetzt hier alles? So. Und zwar kann ich mir das mal hier rüberlegen. So, kann ich da noch was sehen? Keine Ahnung. Also, das ist das Erste. Nee, da ist das Erste. Und zwar, das ist Lussa. Und dann, achso, muss ich hier klicken. Lussa. Okay. Das war auch gerade das Zeichen, ne? Ich habe es gar nicht gesehen jetzt. Dann kommt, ich hoffe, Kars. Ich hoffe es sehr. Kars, ja, ist richtig. Nice, nice, nice. Dann kommt, wo ist es? Das Kreuz mit dem Gedöns. Da, Oliviak. 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 Ja. Und dann kommt... Hat sich da gerade was bewegt? Nein. Ich habe gerade mal aus dem Augenwinkel gedacht. Vrenik.
das mit K. Ja, so. Frenick. Ja. Und dann. Was haben wir dann? Wo hab ich's? Was mit der 2? Wo hab ich's denn gemalt? Sag mal. Da, ach da. Das ist Morkana von Miss Fly. Morkana. Morkana. Ja. Und dann kommt das da. Das ist von Betty. Thymer. Thymer. Timer. Oh, Timer. Mensch, hätte ich sogar falsch gesprochen. Malus. Das schlechteste Schlechtes. Oh. Malus. 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 Voll creepy, Alter. Und dann haben wir Larsus. Larsus. Ja. Stimmt, das war ja auch, das war ja auch das einzige Zeichen, fällt mir gerade auf. Das war ja im Bart. Also auf der Toilette. Und nicht, bei irgendeinem Hautfetzen oder so. Und da stand es auch gleich drunter, also eigentlich ist es ziemlich easy. Haben es wahrscheinlich keine Person mehr gefunden. Und dann haben wir das Zeichen. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Wo ist es? Wo habe ich es hingeschrieben? Olkas. Dann haben wir Mortym. Oder Mortheim. Ich weiß es nicht. Mortym. Mortym, okay. Mortym, sehr gut. Und dann haben wir noch zwei Zeichen. Und zwar das eine ist Ixiam von der Edith. Ixiam. Und das letzte, ich hab Angst, ist Raka vom Vene. Und jetzt. Oh mein Gott, ich hab Angst. Okay, die sehen. Bam. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh Gott, jetzt haben wir bestimmt irgendwas freigelassen hier. Scheiße. Oder auch nicht. Oh oh. Ich will mich nicht bewegen. Da, wir haben die Seelen. Ich wusste, sie schaffen es. Ich kann jetzt heilen. Naja, sie wissen, was ich meine. Mein Papa ist schon lange tot und begraben. Vielleicht wartet er auf mich mit meiner Mama. Sie haben das Darkfall aufgehalten. Es ist wieder eingesperrt. Da, wo es hingehört. Jetzt können sie auch wieder weg. Hier gibt es nichts mehr für sie. Es wird Zeit, dass sie sich ausruhen, glaube ich. Aber eine Sache noch. Es muss nicht unbedingt so ausgehen, wie es ausgegangen ist. Sie werden bald merken, was ich damit meine. Tschüss. Was? Nachricht 1. Hallo, ich bin's, dein Bruder. Ich muss dir etwas Wichtiges erzählen. Ich muss es dir jetzt erzählen. Ich hab... keine Ahnung, jetzt habe ich es zwar vergessen. Naja, dann kann es wohl doch nicht so wichtig gewesen sein. Okay. Ich bin sowieso in ein paar Tagen wieder da. Die Sanierungsarbeiten am Bahnhof und am Hotel für die Familie Crabtree
laufen besser als geplant. Nichts Ungewöhnliches. Wenn ich wieder da bin, lade ich dich auf ein oder zwei Bier ein. Ich hab dich ewig nicht mehr gesehen. Hab dich ein bisschen vernachlässigt. Okay, wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Bis dann. Was zum Teufel? Ich habe gerade voll die Gänsehaut erst bekommen, als ich da eingesaugt wurde. Stimmen? Ja, ich würde mal sagen, alle Stimmen war ich. Zenovia XS. Ja. Man konnte alles mit einer Stimme machen. Verdammt nochmal. Ja, schauen wir uns das mal an hier. Musik hätte öfter kommen können. Okay, ja, wir bedanken uns ganz herzlich dafür, wir alle zusammen, besonders ich. Aber ich bin jetzt schon etwas irritiert. Gut, es lag auch daran, ich konnte jetzt nicht so viel gucken, weil ich gerade den Untertitel vorgelesen habe. Ich hoffe, das beendet das jetzt hier gleich so, oder komme ich jetzt, sonst muss ich im... So, das war natürlich klar, dass ich auf den Desktop zurückgeworfen werde. Also sind wir mal hier. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. War jetzt etwas irritierend. Also einerseits wurde ich zwar eingesaugt. Ich dachte schon, wie gesagt, dass ich jetzt vielleicht sterbe oder so. Aber jetzt hat ja Timothy Pike, der kleine Junge, hat ja auch gesagt, sie werden dann schon sehen. Und es hat uns jetzt wohl zurückgespult in der Geschichte. Also dadurch, dass wir jetzt das Dark Fall wieder eingesperrt haben, also so verstehe ich es jetzt, und die ganzen Seelen befreit haben, scheint es, als wäre nie was vorgefallen. Irgendwie ein bisschen komisch, oder? Weil jetzt hat ja der gesagt, ja, wir kommen gut voran da. Also mein Bruder lebt ja jetzt anscheinend noch. Also es ist so, als... Also entweder haben wir das alles nur geträumt. Das könnte natürlich sein. Wäre aber sehr unlogisch. Oder wie gesagt, ja, es ist jetzt sozusagen alles in der Geschichte zurückgekehrt durch dieses Darkfall. Aber das ist irgendwie unlogisch. Ich meine, gut, der Sohn ist jetzt sozusagen, ja, und die anderen sind sowieso, ich verstehe es jetzt nicht, mein Bruder lebt jetzt wieder. Oder, Leute? Weil ich meine, es hat schon was zu sagen, okay, das alles ist jetzt sozusagen schon passiert, aber wir haben jetzt sozusagen das, sozusagen, wir haben das jetzt wieder in Einklang gebracht und daher, ja, mussten Polly und Nigel zum Beispiel nie da jetzt hingehen, weil wir das Dark Falls wieder eingehen und darum gibt es jetzt ja gar keine Geister mehr und also das hat natürlich irgendwo Sinn, aber irgendwo auch nicht, oder? Also ich habe jetzt auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Es kann sein, dass es daran liegt und das... Vielleicht fällt mir noch was ein, weil ich werde es euch eh jetzt erst in ein, zwei Tagen hochladen. Dann packe ich das doch als Anmerkung nochmal dazu dahinter. Aber im Moment kann ich mir jetzt nur so den Reim drauf machen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Aber vielleicht fällt euch ja noch was Besseres ein. Es war auf jeden Fall schön mit euch und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Dark Fall war jetzt echt so mein kleines Baby. Gerade über die ganze, mit der Synchronisation. Und ich freue mich auch schon sehr auf den zweiten und auf den dritten Teil. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, was uns da dann erwartet. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Besonders jetzt auch das Finale, wenn auch es jetzt ein bisschen merkwürdig war. Ich meine, dass wir das so, jetzt eingesperrt haben, das ist okay, aber halt jetzt ein bisschen wirre, ein bisschen komisch. Okay. Bis dann. Tschüss.